Damit wieder recht herzlich willkommen hier bei Attack on Titan mit mir, dem Oromis. Und ja, wir machen direkt weiter. Ja, das hoffen wir wohl alle. Der Eingang zum Baumriesen. Wald, ist das? Die drei Gespräche. Du bist schon okay. Das hier noch nicht. Okay. Ja, jetzt ein paar kleinere Nebeninfos, aber nicht so, ich sage jetzt hurra. Hurra. Naja. Ja, lass uns. あの地を兼封鎖けた命令しやがって。当初の兵団拠点作りの作戦を放棄して森に入る巨人を食い止めろだと？目的も何も分かりゃしん。じゃあそれじゃあどうするの？どうするってそりゃ命令に従う巨人を森に入れない。お前もそうするべきだと思うんだろ？アルミ。 何やら分け知り顔だが、そもそも作戦の本当の目的が何であれ、団長はもっと多くの兵に作戦を教えておくべきだったんじゃねえのか。こんなやり方、余計な死人を増やすだけだろうか。いや、団長は間違ってないよ。非常かもしれないけど、僕はそれでいいと思う。じゃん、僕は大して長くも生きてないけど、確信してることがあるんだ。 何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと化け物をもしのぐ必要に迫られたのなら、人間性をも捨て去ることができる人のことだ。何も捨てることができない人には何も変えることはできないだろう。前方より巨人接近。 Ja, die Titanen kommen dann, würde ich sagen. Ich so, Armin. 巨人接近. ここで食い止める. Kapitel 3, Episode 4. Eingang zum Wald. Jetzt aber. Armin ist so schlapp, der kriegt hier selbst einen Titan, einen einfachen Titan noch immer mit One-Hit weg. Also von Armin bin ich immer noch nicht wirklich überzeugt. あっちでクリスタの班が苦戦してるみたいだ。どうしよう。巨人が森の入り口へ接近。逃げるわけにはいかない。誰か援護を。手を貸すよ。 Hat er mich vor dem Flug weggegriffelt? Na komm! Mal beide Titanen sind platt und wieder zurück zur Base. Und da sieht es echt scheiße aus. Krista war Ketzin, der hat noch Engel gemacht. Hi!
Arumi, ich gehe auch mit. Ah, das kann. Fangen wir an. Na komm, mach mal eine. So, erstmal kurz nachladen. Es geht zugegebenermaßen zu Pferd echt gut. Erwischt. Jetzt noch den da drüben. Ja, ich weiß, dass da Rohstoffe drin waren, aber die waren mir jetzt gerade echt egal. Bei dem auch. Weil ich eigentlich nur einmal die Base wieder sichern will. So, Base ist dann wieder halbwegs sicher. Holen wir uns kurz Nachschub. Dann gehen wir mal Gas und helfen dort drüben. Dann hoffen wir es noch schaffen. Und wir weiter darüber. Komm, Mädels. Gib Gas. Shinpei, du musst nach dem Hand gehen. Hier ist es mir. Ja. Hey, Krista. Ich gehe mit dir. Ist ja schön, wenn du kämpfst. Das ist ein Ja. Oh, knickknack. Noch ein Rauchsignal und noch 2 Minuten Zeit. Halleluja.
人が誰か援護を頼む。ああ任せてくれ。Sehr schön geschafft. Leina, Kegana na sasou de yokatta. Leina, koko wa watashi tachi ni makasete, ketsuin ga deta han no engo ni mawatte. Ryōkai desu. Krista, ore mo omae ra ni doukou suru zo. Das ist doch. Aber erst wenn wir drüben helfen. Zeit dafür haben wir noch. Dareka engo. Da fallen die ersten. Danach muss ich noch die Base machen und versuchen alles in einer Minute. Toll. Beide erwischt. 40 haben wir jetzt auch fallen, das ist sehr gut. Vielleicht schaffen wir es jetzt noch Mikasa zu retten. Hoffentlich, ja doch Mikasa. Ja, sind alle aufgeladen. Also das finde ich jetzt, dass wenn jetzt die Attacken gut getimt kommen. Oh, jetzt noch ein Rauchsignal da hinten. Ja, Halleluja. Oh, den habe ich auch noch geschafft. ありがとう。私は入り口の守りを固める。ああ、頼んだ。作敵班が突破されたような巨人が来るぞ。 Erwischt. Wir sind gleich da, komm. Unsere Versorgungseinheit. Knack. Einheit gerettet. Haben wir den noch mit umgelegt, war eigentlich nicht der Plan, aber ja, drüben fallen uns die Leute, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut.
So, eine auf die andere Seite, das Ganze da drüben nochmal machen. Und drüben fallen unsere Kameraden auch schon wieder an Scharen. Das werden wir natürlich jetzt versuchen, noch ein bisschen einzudämmen. Geschafft. Moin Versorgungsmitglied. Ich brauche ein bisschen Nachschub. Danke. Da drüben braucht auch noch einer unserer Hilfe. Da gehen wir jetzt natürlich auch nochmal schnell hin und helfen ihm. Verluste auf Titanenseite sind schon mal äußerst effektiv. Also mit Befehl funktioniert das richtig angenehm. Oh, oh, das ist eine ganze Einheit. Die wir gerade mal unter die Arme greifen. Erledigt. Was zur Hölle, wie machen die denn das? Die fliegen hier durch die Kante. Erwischt. So, dann die nächsten Titanen. Da räumen wir uns mal hier die Karte auf. 30 Sekunden haben wir noch. Das dürfte noch der eine oder andere Titan sein. So. Was zur Hölle? Oi, yabasouna kyojin ga dedekita zo. Yatsu o mori ni irecha dame da. Tomenaito. Erwischt. Jetzt hinter den anderen her. Boah, der räumt aber gerade richtig auf. Ab zum Gigantenwald. Mit Vollgas. Dann wird gleich erstmal Befehl erteilt. Das hat noch haufenweise kleine Scheiße. Dann machen wir auch gleich mal mit das noch. So, Fertigkeit zünden.
und komm. Ich bin bei der Folge etwas stiller, weil ich hier echt konzentriert bin, weil Armin... Ich finde, Armin ist einer der schwächsten Charaktere im Spiel, aber das ist eine eigene Meinung, also... Kann es auch falsch sein, dass Armin... Aber ich habe da... Ich komme mit ihm nie... Ich werde mit ihm nicht warm. War doch in der Serie mit ihm. Oder im Manga, wie auch immer, also im Anime, wie man es auch mal bezeichnen wollen, das Ganze. Nie mit ihm warm. Er war mir immer zu heulerisch, zu... Alter, hat der mich schon wieder erwischt, der dumme Arsch. Haben wir ihn erwischt? Ja, haben wir. Ja, nur noch die Ratte da hinten. So, Nacken ist freigelegt. So, erwischt. Was zur Hölle? Da kommt eine ganze Horde. Hoi, das gibt ein Riesenfest mal. Ja, das ist, naja, nicht die optimale Taktik, aber yeah, in S. Das war doch mal klasse, endlich mal wieder eine richtig klasse Nummer. Neues Schlachtrost, jahu.
Und ein bisschen Geld. Geld ist immer gut. Ja, das hat sich halbwegs gelohnt. Ist das schon mal sehr gut. Aber damit würde ich auch schon wieder sagen, war es das schon wieder mit Attack on Titan mit dem Oromis. Tschüss, bis zum nächsten Mal.